So, Leute, da bin ich wieder und ich würde sagen, ja. So? Ja, du mich auch. Ja. Tell me, is everything nice and clear now? Am I the villain? Ach, komm mal, die Klappe. Zieh dir lieber meine Hose an. Are you so blind that you see no good in ja. Me? Ja, ja. Evil in Agrippa? Oh. Ich glaube, ich schneide sein Gelaber raus. Auf jeden Fall, ja, so haben wir nicht gewettet. Was zum? Auf jeden Fall werden wir jetzt so ein bisschen hier mal so ein bisschen was manipulieren. Ja, ist instabil und wird gleich umkippen. Dann lassen wir ihn doch umkippen. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht, aber. Na? Na? Irgendwie geht das nicht. Verdammt, man kann die Dinger nicht umkippen. Warum nicht? Ich habe gesehen, dass man die irgendwie. Oh, oh, yes! Ja, ja, guckst du doof, ne? Abgezogen, Kumpel! Ja. I beg you too! Stirb! Yeah! Tja. Du guckst nicht doof, Kumpel, wa? Yes. It was my greatest triumph, and I never looked back. Oh, ist das geil. Das ist auf gleich ein viel geileres Ende, oder? You think I was afraid, fleeing Brandenburg? Quite the contrary. I knew it was my purgatory, hellfire made to wash away my sins. There's no denying the things I've done, but I have paid my tribute. I gave them that awful man. I did the right thing. Die Tür, wo wir nicht durch konnten. Das ist der Ausgang oder was? Ja, Leute. Das war das andere Ende von Amnesia und ich persönlich finde gleich ein viel, viel, viel besseres Ende. Aber nein, ich werde jetzt kein Resümee zum Spiel abgeben. Schon allein aus dem Grunde, weil das nicht das, so gesehen das einzige Ende war. Es gibt noch ein drittes Ende und das werde ich euch genau jetzt zeigen. So, dann werden wir jetzt zum dritten Mal. Ja, er labert wieder. Aber lass ihn reden. Du hast recht. Is everything nice and clear now? Am I the villain? Oh ja. And evil. Such comforting concepts. Wir können das Feuer anfassen? Nee, können wir nicht. Obwohl? Nee, können wir echt nicht. Die andere Seite vielleicht? Nein, auch nicht. Haben wir noch Laudatium? Ja. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Es tut uns irgendwie nichts. Ja, da ist er wieder. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, er wird fliehen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Schmeißen wir die Stützpfähle um. Es geht nicht. Oh mein Gott, rennen wir doch mal ins Feuer. Naja, gut, oder auch nicht. Ja, was tun wir? Wir gucken ihn an. Ja, das dauert ein bisschen, aber... Wir können ja weiter versuchen, die Dinger hier umzuschmeißen. Es geht nicht. Verdammt, warum geht das nicht?
Wir sind zum Scheitern verurteilt. Er wird gleich durch das Tor, welches sich noch gar nicht hier aufgebaut hat, fliehen. Er wird diese Welt verlassen und wir können nichts dagegen tun. Wir werden hier sterben. Ah Gott! Ach, das Feuer war das nur, okay. Das irgendwie blau ist, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt, aber... Naja. Hallo, könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen hier? Ich habe noch ein Meeting um 3. Und eine andere Hose muss ich mir auch noch anziehen, also... Wo wir gerade bei Hose anziehen sind. Also, jetzt mal ernsthaft. Es gucken auch Kinder bei mir zu. Ja. Vor allem Resident Evil und... Oh, jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend, denn Leute, was passiert eigentlich theoretisch? Ich meine, wir haben ja noch Agrippa. Wenn wir anstatt seiner... Ja, ich weiß, es wird sich bald öffnen. Öffne dich. Anstatt seiner... Na? Agrippa da durchwemsen! Wams! Oh yeah! Yeah! Bam! Ja gut, das einzig Doofe... Wir sterben so gesehen auch, aber... Nicht für immer. Dies ist das dritte Ende. Und ich glaube auch das letztmögliche. Also, ich glaube, mehr als drei Enden hat dieses Spiel nicht. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und ein bisschen gesucht nach Alternativenden. Und ja, ich habe was gefunden. Und zwar diese beiden. Passiert noch etwas? Können wir uns wir können uns bewegen! Ach, Déjà-vu, ich könnte schwören, ich hatte schon mal diesen Effekt. Irgendwie. There he is. Do you see him, Vaya? Ich komme. He deserves so much more. Oh ja. Ich bin unterwegs. Wohin muss ich denn gehen? Please, help him. I know you can. Wir sind irgendwie. Don't worry, Daniel. It will be all right. Okay, korrigiere, wir sind irgendwie doch tot. Aber dafür lebt Agrippa noch. Okay. Ja, schade. Wir sind... Ich dachte, ich hätte in dem Video gesehen, dass man nicht sterben würde, dass man halt... in diesem Palast da, in diesem Kugelraum getroffen wird von den Steinen, aber Agrippa und Johann Weyer einem helfen, einen zurück ins Leben holen irgendwie, aber nein, anscheinend sind die beiden undankbare Schweine und wir sind doch tot, aber nur so viel dazu. Ja, und damit wäre das Spiel jetzt beendet. Amnesia The Dark Descent ist vorbei. Ich muss dann den Ton etwas leiser machen, ich höre mich selber kaum. Jetzt, wo das Spiel nicht mehr so gruselig ist, kann ich auch wieder den Ton leiser machen. Ja, und wie bei jedem anderen Let's Play von mir, werde ich auch bei Amnesia ein kleines Resümee abgeben. Und zwar hat mir dieses Spiel, also ich muss sagen, ich habe es sehr billig gekauft. Also es war gar nicht mal so teuer, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es genau gekostet hat. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie alt es ist. Kann auch schon sein, dass es einfach unglaublich alt ist, das Spiel. Aber 2 Jahre, ich weiß nicht genau, wie alt es ist. Auf jeden Fall, ich hätte nicht erwartet, dass es so ein, eigentlich ein so ein geiles Spiel ist. Denn es hatte... wirklich die ganze Zeit über. Es hatte übelste Atmosphäre. Es gab viele Schreckmomente, wie ich auch schon im Vorfeld gehört hatte. Ich habe es ja als Let's Play gesehen und konnte mich kaum mehr an irgendwas erinnern. Und auch als ich es als Let's Play gesehen habe, hatte ich es irgendwie nicht so schlimm im Gefühl. Aber jetzt, wo ich selber gespielt habe, also es ist wirklich, es ist schon zu teilen wirklich heftig. Vor allem, was diese Viecher angeht und dann so einige Szenen da mit dem zersägten Hund oder da, wo sie da am Ende die Leute umgebracht haben, da aufgespießt und sowas.
Oder besonders dieser, die Leichenhalle mit den ganzen Leichen, die da gelegen hat, das fand ich schon. Oh. Das war aber ein kurzer Abspann. Egal, ich führe mein Resümee weiter. Also, das fand ich schon wirklich doch irgendwie. Ich finde das krass. Ich weiß nicht, also, ich fand das schon ziemlich heftig. Wenn das irgendetwas gewesen wäre, irgendwie ein Film oder so, und da liegen 1000 Leichen, ja, pff, ist es halt so. Aber jetzt so in einem Spiel, wo man selber als unbewaffnete Person, als hilflose Person durch die Gegend läuft und das dann so gesehen selber alles sieht, allein mit der Atmosphäre und so, hatte es einen ganz, ganz anderen Eindruck auf mich jetzt. Ich glaube auch, wenn ich es als Let's Play gesehen hätte, jetzt nochmal oder so, hätten mich diese Räume gar nicht mal so gestört. Aber wenn man selber in der Situation ist, dann ist das doch irgendwie anders. Ja, zu den Schreckmomenten, es waren so meiner Meinung nach mehr als genug. Ich hätte mir jetzt im Nachhinein sogar gewünscht, dass man noch ein paar Mal öfter vor diesen Kreaturen weglaufen muss. Denn ich glaube, es gab hier irgendwie nur zwei verschiedene. Einmal dieser quietschende, der diese Machete am Arm hat oder so, und dieser andere Teil mit dem weit aufgerissenen Maul. Ansonsten gab es, glaube ich, überhaupt gar keine Kreaturen in diesem Spiel. Gut, dieses Ding im Wasser, aber es hat ja nicht mal ein Sprite, also das würde ich dann doch mal bemängeln. Also meinetwegen hätte es dann noch mehr Kreaturen geben können, die auch öfter auftauchen. Und ja, das hätte dann die Spannung noch ein bisschen gehoben. Auch wenn ich manchmal schon ziemlich am Ende war mit den Nerven und so und eigentlich gar keinen Bock mehr hatte. Aber es hätte mich nicht gestört. Dann zum Gameplay an sich. Ja, so gut, es ist halt sehr einfach gehalten. Man hat halt nur seine Zunderbüchsen und seine Laterne und findet halt Items, die... Die Rätsel fand ich gut, auch wenn ich nicht alle auf Anhieb kapiert habe oder verstanden habe, wie ich sie lösen soll. Aber das hat mir auch sehr gut gefallen, dass es überhaupt Rätsel gab in vielen Spielen. Auch in RPGs gibt es gar keine Rätsel mehr auf dem PC. Man spielt, aber man muss nicht nachdenken, man muss einfach nur spielen. Und das finde ich ein bisschen langweilig. Also das fand ich auch gut, dass es da verschiedene Rätsel gab. Und was ich jetzt nicht weiß oder was mich noch so ein bisschen komisch stimmt, es gab ja einige Türen, an denen ich so gesehen vorbeigelaufen bin oder durch die ich nicht durch konnte. Einige, die abgeschlossen waren oder ganz am Anfang, gab es doch zwei Wege, was wäre in der großen Tür gewesen. Oder die eine Tür, die zugeschleimt war. War das wirklich nur der Ausgang? Das weiß ich jetzt nicht. Ich könnte nochmal nachgucken, obwohl... Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich es machen, vielleicht auch nicht. Das fand ich so ein bisschen dubios. Also, was ist hier jetzt eigentlich wo? Ich hätte mir für dieses Spiel auch wirklich eine Karte gewünscht. Ich meine, wäre es natürlich ziemlich peinlich, wenn ich gleich nochmal das Cover aufmache, die CD da wieder reinlege und dann merke, oh, da steckt ja eine Karte hinter der Anleitung. Ich weiß gar nicht, war da eine Anleitung drin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hätte mir so eine Karte gewünscht, damit ich zumindest weiß, wie das Gebiet, was gerade geladen ist, wie das Gebiet aussieht. Da hätte ich nichts gegen gehabt. Ansonsten kann ich bei dem Spiel wirklich nichts bemängeln. Es ist sehr gut gewesen. Sehr tolle Atmosphäre, sehr gut gemacht. Ich kann es nur jedem empfehlen. Egal, ob ihr es jetzt schon als Let's Play gesehen habt oder nicht. Ich habe es ja auch schon als Let's Play gesehen. Es ist wirklich... Es bannt einen. Vor allem, wenn man Steel Act spielt. Also am besten, wenn es dunkel ist. Mit Headset auf, das Licht aus. Es bannt einen wirklich und es... Ja, es fesselt und es schockt. Ich finde, es ist ein wirklich sehr gutes Spiel. Und von allen Horror-Games, die ich bisher gespielt habe, auch das Beste gewesen. So, insoweit wäre ich fertig mit meinem Resümee. Und dann würde ich sagen, ja gut, zum einen läuft hier jetzt noch Resident Evil bei mir. Das muss ich auch mal weiterführen. Und zum anderen sehen wir uns dann bei meinen nächsten Projekten. Also bis dahin. Ich danke euch, dass ihr mir zugesehen habt. Hoffe, dass ihr viel Spaß mit meinem Let's Play hattet. Und dann bis zum nächsten Mal. Adieu und... Ich bin weg.